Hallo zusammen und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt heute natürlich wieder Tolles zu entdecken, Tolles zu berichten und es gibt vor allem viel Geschichte, zu viel Geschichte, als dass ich wirklich alles mir angucken konnte. Aber das ist ja auch nicht zwingend schlecht, sondern im Gegenteil, ich kann euch ein bisschen mehr über die Location erzählen. Das Schlimmste ist immer, wenn man irgendwo war, wo es total cool war und man findet einfach nichts. Ich würde sagen, kommt einfach mit und wir schauen uns diese coole Location einfach mal zusammen an. Bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch eine ehemalige Messehalle. Ja, zugegeben, Messehalle klingt jetzt nicht gerade spektakulär und auch die Bilder, die wir hier am Anfang sehen, sind auch nicht so mega, muss ich ehrlich gesagt zugeben, denn die Location war ziemlich abgerockt. Aber was ich hinterher drüber gelesen habe, war doch interessant und so geht es doch mehr um die Geschichte hier dieser alten Anlage und es ist ja eines der wenigen Gebäude, die heute noch leer stehen. Somit geht es also mehr oder weniger heute um die alte Messe und darüber will ich euch ein bisschen was erzählen, denn Leipzig ist ja eine der bekanntesten Messestätten weltweit. Mit über 850 Jahren zählt übrigens die Leipziger Messe zu den ältesten Messestandorten überhaupt. Zu Beginn fand die Leipziger Warenmesse vor allem im Stadtzentrum statt, bis man dann aus Platzgründen hierher umzog. Und so schauen wir uns hier heute nicht nur die alte Messe an, sondern vor allem die technische Messe, die man ab 1895 hier auf diesem extra neu angelegten 50 Hektar großen Gelände angelegt hatte. Es befindet sich im Stadtzentrum Südost, also zwischen Konnewitz, Thonberg in Wurfweide zum Völkerschlachtdenkmal. Ab den 60er Jahren hat man die ganze Anlage dann auch noch unterstützt, denn dann kam ein weiteres Messegelände hier in Markkleeberg dazu. Der eine oder andere kennt es vielleicht, das Agra-Messegelände, ein nochmal deutlich größeres Areal mit 190 Hektar Land. Hier wurden vor allem Garten- und Landschaftsmessen abgehalten, die in Hochzeiten jährlich über 750.000 Menschen auf das Gelände lockten. Ich weiß gar nicht, was da heute noch stattfindet. Ich glaube, da ist immer noch Wave Gothic Treffen und ich glaube, der Flohmarkt findet dort immer noch statt. Also ein ganz großer Flohmarkt, wo man da auch ganze Hallen in Beschlag nimmt. Und ich glaube auch die Hundeausstellung oder Zuchtausstellung, berichte ich mich, wenn ich da falsch liege, das sollte alles noch dort stattfinden. Aber wir befassen uns lieber wieder mit dem alten Messegelände, denn da befinden wir uns ja gerade. Die Mustermesse, die ab 1895 hier stattfand, ist mit Ende des 19. Jahrhunderts die bis heute gängigste Messeform, die wir alle kennen. Und damit versteht man im Prinzip nichts weiter als, man hat verschiedene Rubriken immer innerhalb eines Themas und das hat man dann entsprechend immer in einzelnen Hallen angesiedelt. Früher war es ja so, dass ein Stand bot das an, der nächste Stand bot das an und der nächste hat darüber informiert und so weiter. Und das war alles ein bisschen sehr durcheinander. Und das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Und wenn wir selber auf eine Messe gehen, dann gibt es ja immer so einen Flyer oder eine Infobroschüre, wo dann drin steht, in Messehalle 5 findest du das und in Messehalle 17 findest du das. Und dann findest du auch eher das, was du dir eigentlich auch anschauen willst. Seit dem 12. Jahrhundert gibt es übrigens in Leipzig Messen. Und mit Maximilian I., der ganz nebenbei römisch-deutscher Kaiser war, erhielt die Stadt, die schon damals an wichtigen Handelsstraßen wie zum Beispiel der alten Salzstraße gelegen war, 1497 den Ritterschlag vom Kaiser persönlich zur ersten Reichsmessestadt. Das war damals übrigens ein ganz großes Privileg, denn man konnte sich in dieser Zeit lediglich darum bewerben und der Kaiser hat dann persönlich festgelegt, wer dann den Zuschlag erhält. Zu dieser Zeit gab es zwei Stück davon. Einmal Leipzig und Frankfurt am Main.
Zusätzlich zum Titel erhielt man natürlich viele, viele Privilegien, um halt hier ganz speziell diese Reichsmesse abhalten zu dürfen. Da gab es dann auch vor allem viele, viele Vorteile und weniger Bürokratie und vor allem Erlässe, wo man dann halt auch weniger bezahlen musste und man auch leichter Leute bekam. Also so sozusagen halt ein riesiger Freifahrtschein, um halt einfacher Messen durchführen zu dürfen in dieser Zeit. Wir befinden uns ja hier im Mittelalter. Wenn euch das Thema weiter interessieren sollte, dann empfehle ich da euch ganz dringend Wikipedia anzuschauen, denn da ist einfach ein unmenschlich riesengroßer Artikel einfach für die neue Messe, für die alte Messe und auch für die Messe GmbH, die ja alles heute auch stattfinden lässt und ausführt. Ich schmeiß euch da gerne die Links in die Infobox mit rein, da könnt ihr gerne selber nochmal schauen, wenn euch das weiter interessiert. Zurück zum alten Messegelände hier. Ab 1928 verfügte das Areal 17 verschiedene Hallen und diverse Nebengebäude. Im Dritten Reich wurde dann das Areal durch das Reichsmesseamt gesteuert. Also es gab dann eine zentrale Verwaltung, die dann bundesweit, würde man heute sagen, oder reichsweit, deutschlandweit, dann die ganzen Messegelände gesteuert hat. Während des Zweiten Weltkrieges fanden in einigen Hallen Rüstungsproduktionen für Flugzeuge statt. Davon haben wahrscheinlich dann auch die Alliierten schnell Wind bekommen, weswegen dann alliierte Bomber am 4. Dezember 1943 hier auch das Gelände angriffen. Am 4. Dezember sind ja 1943 ganz viele Menschen hier in der Stadt ums Leben gekommen. Viele, viele Fabriken, markante Gebäude wurden ja teilweise ganz stark zerstört und sind ja auch verloren gegangen in dieser Nacht. Auf dem Gelände hier wurden 4 Hallen komplett zerstört und 14 weitere stark beschädigt. Während des Krieges fand dann auch fortlaufend bis 1946 dann keine Messe mehr statt. Die erste Messe nach dem Krieg war im Mai 1946. Ab dieser Zeit wurde das Gelände dann auch Stück für Stück neu auf- und umgebaut. Es kamen viele neue Hallen hinzu, zum Beispiel der sowjetische Pavillon, ein ganz besonderes Gebäude mit vielen Malereien, was mittlerweile auch in Sanierung ist und lange, lange leer stand. Unser hier gezeigtes Gebäude ist vermutlich eines der wenigen, was den Krieg überstanden hatte. In einem Keller fanden wir ganz interessante Anlagen, und zwar Luftschutzfilter bzw. Luftfilter aus einem Luftschutzbunker, wenn man so will. Man hatte also vielleicht diese Anlage hier auch genutzt, um darin Schutz zu suchen. Mit der Frühjahresmesse im März 1991 findet keine Universalmesse mehr auf dem alten Messegelände statt. Und spätestens mit dem ab 1996 in Betrieb gegangenen knapp 100 Hektar großen neuen Messegelände im Leipziger Norden ist die alte Messe über die Jahre, was Ausstellungen angeht, zum Erliegen gekommen. Aber es gibt durchaus auch Positives über den Verbleib der alten Hallen. Einige Firmen nutzen die Räumlichkeiten zum Beispiel für Gastronomie, Sport und Freizeit, aber auch zum Beispiel für den Einzelhandel. Auch die Wissenschaft kommt hier in einigen Hallen unter, denn das Fraunhofer-Institut und auch das Max-Planck-Institut nutzt hier für Forschungszwecke einige dieser Gebäude. Auch die Deutsche Bank ist hier vertreten und diverse Autohäuser haben sich ja mittlerweile hier auch angesiedelt, vor allem Mercedes, BMW und viele andere sind mittlerweile hier auf dem Areal vertreten. Also man kann durchaus sagen, nach dem langen Down geht es Stück für Stück wieder bergauf. Einige der Hallen sind ja auch denkmalgeschützt. Ich weiß nicht genau, welche das sind, weil das ist alles ein bisschen sehr komisch geschrieben da im Wikipedia, aber wer da ein bisschen Zeit mitbringt und sich da genauer mit beschäftigen möchte oder will, der findet da bestimmt die Informationen, die er braucht.
zurück zu unserer Halle hier. Wie ihr sehen könnt, das Objekt war durch Graffitis gezeichnet ohne Ende. Es war ganz schlimm anzuschauen. Überall wurde Feuer gelegt und Vandalismus ohne Ende und vor allem auch ohne Grenzen. Allerdings gab es dann eine Überraschung. Und wie ich ja vorhin schon leicht gespoilert hatte, sind wir dann außen um das Gebäude herumgelaufen und dort fanden wir einen Kellerzugang, wo wir erst nicht rein wollten. Ich bin dann trotzdem reingegangen und das hatte sich dann auf jeden Fall gelohnt, denn dort befand sich neben alten Utensilien, alte Telefone und vor allem auch eine alte Luftschutzfilteranlage, um für Frischluft in den Räumlichkeiten zu sorgen. Deswegen gehen wir davon aus, dass es sich bei dem Gebäude wohl um eines der wenigen handeln muss, die den Krieg überstanden haben. Ja, aber mehr kann ich da leider nicht darüber berichten. Solltet ihr Informationen haben über diese oder andere Hallen, dann dürft ihr die natürlich sehr gerne in die Kommentare unten schmeißen. Ich verabschiede mich jetzt noch mit ein, zwei Bildern. Hoffe, ihr abonniert unseren Kanal fleißig und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut gerne mal in unsere Playlists rein. Wir haben ja mittlerweile 3 Stück. Es geht immer weiter vorwärts. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao.